Es war eine knackige Vorbereitung für RB Leipzig. Nur 6 Tage Trainingslager, nur 2 Testspiele. Und schon in einer Woche geht es um den nächsten Titel für die Leipziger, den Supercup gegen die Bayern. Bei mir ist Kevin Kampel. Mit welchem Gefühl gehst du in die Saison? Ja, mit einem guten, weil wir natürlich sofort die Möglichkeit haben, einen Pokal zu gewinnen in unserem eigenen Stadion. Das ist was Besonderes. Und da werden wir natürlich alles dran setzen, das zu schaffen auch. Wir wissen natürlich, dass es schwer wird. Es ist immer schwer gegen Bayern. Alle Spiele, die wir bisher jetzt gegen sie hatten, waren extrem schwer. Aber mit unseren Fans im Rücken in unserem Stadion, glaube ich, dass wir auch die Chance haben, sie zu Hause schlagen zu können. Dieser Pokalsieg, dieser monumentale, historische erste Titel für den Club, ich habe das Gefühl, der hat euch nochmal so extrem viel Rückenwind gegeben. Ich höre immer wieder, der Pokalsieg war wichtig, wir haben ein ganz anderes Selbstwertgefühl jetzt nochmal. Wie nimmst du das auch konkret jetzt in dem Trainingsalltag, im Alltag mit den Jungs wahr? Ja, das stimmt natürlich, weil dir fällt so eine gewisse Last von den Schultern. Wir haben uns das alle so extrem gewünscht, wir waren so nah dran schon oft, zweimal in Berlin als Verlierer wieder weggefahren und jetzt haben wir endlich diesen historischen Pokal. Es ist ja natürlich der erste Pokal und der ist immer dann was ganz Besonderes und ich glaube, dass uns da schon eine Last von den Schultern gefallen ist und dass uns das gezeigt hat, hey, wir können Titel gewinnen mit unserer Mannschaft und das ist was Besonderes und natürlich setzt das auch was frei in der Mannschaft und das merkt man, dass wir, obwohl wir jetzt einen Pokal gewonnen haben, jetzt irgendwie nicht satt sind, sondern ja, wir wollen weitermachen, wir wollen weiter hart arbeiten und uns die Möglichkeit erspielen, in dieser Saison wieder vielleicht einen Titel zu weitermachen, vielleicht schon nächste Woche, Supercup gegen die Bayern. Ich höre ganz klar raus, dieser Cup wird sehr, sehr hoch gehangen. Der hat schon eine große Bedeutung auch für euch. Ja, es ist natürlich was Besonderes, wenn Meister und Pokalsieger aufeinandertreffen, um den Supercup spielen. Du hast nur ein Spiel, du hast jetzt keinen langen Weg oder so. Es ist ein Spiel, da geht's um alles, da kann immer alles passieren. Und deswegen, also wir werden alles daran setzen. Das wäre natürlich eine Riesensache für den Verein, für uns alle, für die Spieler, für die Fans, wenn wir das wirklich schaffen, hier im eigenen Stadion den großen FC Bayern zu schlagen und den Supercup zu gewinnen. Also das wäre eine schöne Geschichte. Die Bayern haben Lewandowski abgegeben, Süle abgegeben, aber Mané und De Ligt geholt. Sind die jetzt nur besser oder schlechter? Ja, sie haben sich extrem verbessert, meiner Meinung nach. Sie haben ja auch noch Masraoui geholt und auch Gravenberch. Auch zwei sehr, sehr gute Spieler, gegen die ich auch schon gespielt habe. Und deswegen kann ich auch sagen, dass es wirklich gute Spieler sind, die Bayern auch verstärken werden. Ich glaube nicht, dass sie jetzt schlechter werden nach dem Abgang von Lewandowski. Ich glaube, dass sie anders spielen werden, weil sie jetzt nicht mehr den klassischen Stürmer vorne haben mit Lewandowski, der 40, 50 Tore die Saison schießt. Ich glaube, dass sie variabler werden in ihrem Spiel, auch was die Taktik angeht, was die Aufstellung angeht, kann ich mir vorstellen, dass auch mal ein nicht gelernter Stürmer vorne in der Spitze spielen wird. So wie ich Julian kenne, wird er da seine Tricks haben. Aber nichtsdestotrotz, wir werden alles daran setzen. Wir spielen zu Hause. Bayern hatte es schon öfter hier in unserem Stadion schwer. Und wir werden es ihm wieder schwer machen und alles daran setzen, diesen Pokal zu gewinnen. Du hast es angesprochen, gute Transfermarktbilanz bis jetzt für die Bayern. Schaut man neidisch rüber bei solchen Transfers? Nein. Also wir beschäftigen uns ja nicht mit den anderen Mannschaften. Wir schauen auf uns. Ich glaube, damit tun wir ganz gut, uns mit uns zu beschäftigen. Wir haben eine super Chemie in der Mannschaft. Wir haben einen super Kader, wir haben jetzt gerade auch nach dem Pokalgewinn wieder diese Aufbruchsstimmung in der Mannschaft, wie ich gerade gesagt habe, dass wir weitermachen wollen, dass wir uns damit nicht zufrieden geben, das ist das Wichtigste, sondern weiter hart arbeiten und die Chance erspielen, wieder Titel zu gewinnen, das ist unsere Marschroute. Ich höre raus, die Gier, der Hunger, die Leidenschaft ist da. Was wäre denn für dich, mal in die Glaskugel geschaut, eine erfolgreiche Saison am Saisonende? Eine erfolgreiche Saison wäre für mich auf jeden Fall, dass wir wieder die Champions League erreichen. Das hat oberste Priorität natürlich, wie jedes Jahr. Das ist unser großes Ziel. Natürlich wollen wir dann auch schauen, wenn wir das schaffen, auch einen Blick nach oben, wenn die anderen vielleicht mal straucheln, Bayern, Dortmund, dass wir da dranbleiben lange, dass es vielleicht mal enger wird, dass es bis zum Ende extrem spannend wird. Auch in der Champions League die Gruppenphase zu überstehen, dort versuchen, weit zu kommen.
Natürlich ist es immer ein schwieriger Weg, auch gerade in der Champions League. Aber ich glaube schon, dass unser Ziel ist, in der Gruppenphase da weiterzukommen, gerade auch, weil wir jetzt in Lostopf 2 sind. Und ja, im Pokal wieder alles daran setzen, wieder nach Berlin zu fahren. Und das wäre für mich eine sehr gute Saison. Ja. Fällt in der Kabine mal das Wort Meisterschaft? Natürlich träumt man davon und natürlich redet man auch hin und wieder darüber. Aber wir sind bodenständig genug und wissen, dass es extrem schwer ist, jedes Jahr, gerade auch wenn du Bayern in der Liga hast. Aber ausschließen ja, sollte man sowas auch nicht. Wenn die Chance irgendwann mal da ist und du bist irgendwann in der Rückrunde wirklich da ganz, ganz oben dran und hast die Möglichkeit, das wirklich mal zu schaffen, dann werden wir natürlich alles daran setzen. Aber bis dahin ist es ein langer Weg. Wir müssen viele Spiele gewinnen. Wir müssen konstant sein auf dem Platz. Wir müssen gute Leistungen bringen. Und ja, dann schauen wir mal in der Rückrunde, was passiert. Aber da, wie ich gesagt habe, bis dahin ist es echt noch ein langer Weg. Ja. Was ich im Training sehe, Christo Nkunku, der macht schon da weiter, wo er aufgehört hat. Das ist schon wieder erste Sahne. Wie nimmst du ihn wahr? Kannst du dir vorstellen, dass er diese Saison, die er gespielt hat, nochmal bestätigen kann? Ich denke schon, ja. Christo ist ein sehr ruhiger Typ, der intensiv arbeitet, der sehr hart arbeitet, der sich stets ja, verbessern möchte, der ein Teamplayer auch ist, der auch Dinge immer aufnimmt und versucht, sie zu verbessern und ja, menschlich auch ein super Typ ist. Und ich glaube fest daran, dass Christo noch nicht an seinem Limit ist. Ich glaube, dass für Christo, ja, das Limit wird er sich selber irgendwie setzen, aber er ist noch nicht am Limit. Ich glaube, dass er die Saison auf jeden Fall bestätigen kann und mich freut es ungemein, dass er seinen Vertrag verlängert hat, dass wir ihn noch hier haben, weil er natürlich ein extrem wichtiger ja, Spieler für uns ist und das ist eine gute Sache, dass er noch hier ist. Er ist noch hier ist auch Konrad Leimer, aber da gibt es immer wieder Fragezeichen. Die Bayern wollen ihn unbedingt, er will auch zu den Bayern. Er ist ja der Nebenmann auf dem Platz. Wie wichtig ist ein Verbleib von ihm? Ja, es wäre natürlich extrem wichtig, wenn Conny bleibt. Conny ist ein außergewöhnlicher Spieler, der außergewöhnliche Fähigkeiten mitbringt. Die hat nicht jeder und ja, ist auch einfach menschlich ein super Typ. Ich kenne ja Conny schon sehr lange. Wir haben schon in Salzburg zusammen gespielt. Da war er noch ein junger Bursche. Ich mag ihn einfach extrem. Er ist ein super Kerl. Wir verstehen uns bestens und ja, ich wäre schon ein bisschen traurig, wenn er geht. Aber ich möchte da niemandem irgendwas reinreden. Das ist, das muss Conny entscheiden. Das bringt nichts, wenn zu viele Leute ihm da irgendwie in den Kopf reinreden. Das muss Conny für sich entscheiden, welchen Weg er geht. Und egal, was er macht, ob er hier bleibt oder nicht, er ist und bleibt ein feiner Kerl und ein toller Fußballer. Und ja. Marcel Sabitzer ging schon zu den Bayern, hat sich schwer getan, hat auch wenig Spielzeit bekommen. Es gab Fragezeichen, wie es auch mit ihm jetzt weitergeht. Kann sowas auch ein warnendes Beispiel sein oder muss man jede Personalie dann auch getrennt betrachten? Ja, ich glaube schon, dass man jede Personalie getrennt betrachten muss. Sabi geht jetzt in seine zweite Saison. Was ich gelesen habe, so ist sehr positiv, dass er einen super Eindruck macht in der Vorbereitung. Vielleicht ist ihm da auch jetzt so ein bisschen die Last von den Schultern gefallen und er ist freier. Sabi ist ja ein überragender Spieler, da müssen wir ja gar nicht drüber reden. Er war Kapitän hier, jahrelang Anführer, hat grandiose Saisons gespielt und ist auch menschlich ein super Kerl. Und ich glaube auch, dass er bei Bayern jetzt seine Chance weiter bekommen wird. Und ich wünsche ihm natürlich nur das Beste. Aber wie gesagt, ich glaube, man muss jeden Wechsel da schon anders betrachten. Und ja, aber ich will auch nicht, weil das ist nicht meine Baustelle. Ich will auch nicht zu viel sagen. Ja, das ist nicht meine. Damit habe ich jetzt nicht viel zu tun. Also ich versuche mich auf mich und mein Team hier zu konzentrieren. Da habe ich genug Arbeit mit. Und ja, was die anderen machen, das ist nicht so wichtig. Dann danke ich dir und alles Gute. Dankeschön.